Ich führe mich erfolgreich, indem ich eine Idee habe, wie die kommende Woche, wie der kommende Monat, wie das kommende Quartal aussehen soll. Meine Aufgaben sind klar und ich gehe gedanklich durch, wann ich was mache und schreibe das hin und ziehe es dann durch. Wie so ein Plan, wie so ein Wochenplan, wie so ein Monatsplan. Und dann muss ich vielleicht noch mal Hilfe in Anspruch nehmen, wenn es darum geht, eine Prioritätensetzung zu entscheiden. Also was ist wichtig und dringend? Was muss sofort gemacht werden und was kann ich nicht delegieren, wäre eine klassische A-Priorität, oder? Was ist zum Beispiel wichtig und nicht so dringend? Was muss gemacht werden, ist aber nicht so, sagen wir mal, eilig, das kann ich delegieren, das wäre die B-Priorität. Gibt es Dinge, die nicht ganz so wichtig sind, aber dafür dringend sind, das wäre dann C-Priorität, das kann ich delegieren und kontrollieren. Und gibt es Dinge, die nicht wichtig sind und nicht dringend sind, die sind dann für mich Rundablage, Papierkorb oder die lösche ich halt.